Frieden bedeutet für mich, wenn wir alle wieder miteinander tanzen können. Ohne Angst zu haben. Frieden ist, wenn alle gesellschaftlichen Gruppen gehört werden. Frieden ist für mich, wenn ich auch immer wieder mich mit mir selbst in Frieden begebe. Nicht das Hadern gegen mich selbst, aber zu meiner Einstellung, mich mit mir selbst einverstanden habe. Das, was ich jetzt verlese, ist der Disclaimer, unter dem wir das Bündnis für Frieden, für das ich heute hier sprechen darf, uns hier versammeln. Eine Selbstverständlichkeit auch in Zeiten vor Ante C und so weiter. Das Bündnis für Frieden Berlin positioniert sich gegen jede Form von Gewalt, Extremismus und Menschenverachtung. Hey, das grüß dich. Strukturelle und institutionalisierte Gewalt mit Berlin TV. Politische Rechte unantastbar. Wir fordern konstruktiven, sachlichen Diskurs, in dem alle Stimmen respektvoll zu Wort kommen, und umfassende politische Reformen, die einen Ausverkauf unserer Menschenrechte an Konzernglobalisten wirksam verhindern und das langfristige und ganzheitliche Wohl aller Wesen und unseres Planeten Erde sicherstellen. Wir fordern Friedensverhandlungen statt Waffenlieferungen. Wir demonstrieren hier für bezahlbare Energie- und Lebensmittelpreise. Schluss mit allen Sanktionen. Und wir demonstrieren hier für gesellschaftlichen Frieden. Ohne Ausgrenzung und Spaltung. Da ziehen wir anderthalb Stunden durch die Straßen Berlins. Danach haben wir eine Abschlusskundgebung mit wunderbaren Beiträgen von Gabriele Gysi, Karl Krökel und ich darf die Abschlussrede halten. Zwischendurch spielt uns Dieter Dehm und Jens Fischer-Rotrian Live-Musik. Lieder von ihm kennen wir alle. Dieter Dehm hat 1000-mal berührt geschrieben. Außerdem war er 16 Jahre. Ein Jahr für die SPD, 16 für die Linken. Ein Jahr für die SPD und 16 Jahre für die Linken im Bundestag. Herzlich willkommen, Dieter Dehm. Ja. Aus unserer Serie Opas gegen Rechts bin ich gerade auf die Bühne gestolpert. Ich will zwei Vorbemerkungen machen. Die eine ist, dass ich immer sehr gedämpft war mit meiner Kritik, auch an der israelischen Regierung, weil ich wusste, dass es die Linken nicht fertiggebracht hatten, die Faschisten zu stoppen und damit eine gewisse Mitverantwortung auch für die 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden tragen. Dies hat mich immer etwas eingeschränkt. Ich war meistens an der Seite der Palästinenserinnen und Palästinenser, aber ich habe dennoch mit der Kritik Maß gehalten. Andere waren in anderen Ländern, konnten lauter sein. Zweitens, genauso wenig Verständnis habe ich aber dafür, dass Medien kaltschnäuzig über 27 Millionen ermordeter Sowjetmenschen hinweggehen. Das beides ist der kategorische Imperativ, weshalb wir heute hier stehen. Thank you.
im Bundestag sprach vor Jahrzehnten Wladimir Putin. Und viele sagen, es war eine Rede, die sie zu Tränen gerührt hat. Und sie war wirklich ans Herz gehend. Und dann schreiben einige Medien, was ist mit Putin geschehen? Wir haben es mit zwei Putins zu tun. Ich will es euch sagen, die NATO macht fast alle Menschen böse. Genau. Die NATO verschlimmert die innere Niedertracht, erhöht die Niedertracht in den Menschen. In den Menschen gibt es immer viele Seiten. Und ob die schlechte oder die gute gefördert wird, hängt von den Außenumständen, von den historischen Konstellationen ab. Die NATO ist ein Faktor, der das Schlechte, Niederträchtigste in den Menschen fördert. Deswegen bekämpfen wir die NATO, wenn wir Frieden wollen. Und jene Medienmacher, Schreibagenten, AgentInnen, die nicht benannt haben, was in den 8 Jahren mit den Volksrepubliken im Donbass, Donetsk geschehen ist, dass da 13.000 Menschen mit Mörsern, mit Scharfschützen ermordet wurden. Kein Wort darüber in den allermeisten Leit- und Qualitätsmedien. Dieses Schweigen ist auch Schuld an diesem Krieg. Nicht Hauptschuld, aber auch Schuld daran. Das muss gesagt werden. Schweigen kann auch zu Taten führen. Und die Medien, die nicht schreiben, dass es Dark Eagle gibt. Das ist eine Überschallrakete, die, wenn sie im Donbass oder in der Ukraine aufgestellt würde, keine 90 Sekunden braucht, um in Moskau zu detonieren. Mit atomaren Sprengköpfen. Da gibt es keinen Bunker mehr, geschweige denn einen Zweitschlag. Das ist die heiß begehrte Erstschlagskapazität, mit der die NATO und der sogenannte Freie Westen die Öl- und Gaspreise Russlands regulieren und auch sich aneignen kann. Denn Militär- und Wirtschaftsinteressen haben immer miteinander zu tun. Viel mehr als Menschenrechte und Kriege. Menschenrechte sind meistens das Marketingkonzept für die Wirtschaftsinteressen. Aber die Wirtschaftsinteressen drehen sich, wie schon beim Kapital vor 200 Jahren, vor 100 Jahren, bei Adolf Hitler, bei George Bush, immer darum, wie kommen wir an billiges russisches Öl und Gas und möglichst auch Arbeitskräfte. Das sind die Hintergründe, die George Bush und Adolf Hitler verbindet. Sonst nicht viel, aber das verbindet sie. Und deswegen muss Dark Eagle, also diese Überschallrakete, mit in das Konzept oder wie wir heute sagen, auf den Schirm genommen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Sarah Wagenknecht im Bundestag sagt, wir sind in einem Wirtschaftskrieg und es war doch eine törichte Idee, den gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen, dann schreien alle. Es haben andere, auch CDU-Politiker, vom Wirtschaftskrieg gesprochen. Sie haben ihn nur gefördert, sie haben ihn gewollt. Aber wenn jemand ihn ablehnt und erwähnt, dann schreien sie. Wir wollen nicht nur keinen militärischen Krieg, wir wollen auch keinen Wirtschaftskrieg. Wir wollen vermitteln als ein neutrales Deutschland mit zwischen China, zwischen den USA, zwischen... Opas gegen rechts, ja. Opas für den Frieden. Zwischen China, zwischen Russland, zwischen der EU, zwischen Deutschland. Wir wollen vermitteln und dazu wollen wir neutral sein. So wie es Österreich war und das war nicht schlecht für Österreich. Und das sollte ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit Deutschland geschehen. Und dann sagte Adenauer, lieber ein halbes Deutschland ganz und imperialistisch, als ein halbes, als ein ganzes Deutschland halb und neutral. Also das war ja das Konzept. Uns wurde in der Schule immer eingebläut,
weil der Ulbricht habe Deutschland gespalten und die Sowjets. Aber in Wirklichkeit gab es die Stalin-Note von 1952 und in der steht drin, ein neutrales Deutschland, von allen mitgestaltet. Das war das, die letzte Stalin-Note an Adenauer. Die ist zurückgewiesen worden und dann sagte Adenauer bekanntlich den Satz, lieber ein halbes Deutschland ganz als ein ganzes Deutschland halb. Ein neutrales Deutschland kann vermitteln. Und wir wollen Neutralität, weil wir Frieden wollen. Und Frieden, das ist nun mal, wie Willy Brandt am besten ausgedrückt, ist nun einfach auch mit Handel zu erreichen. Das heißt, die Ostpolitik Willy Brandts ist auch ein Imperativ dessen, warum wir hier stehen. Ich sage das auch als mittelständischer Unternehmer. Ich war in der SPD Bundesvorsitzender der Unternehmer und war es auch bei den Linken, das waren ein paar weniger, aber immerhin. Ich sage das auch deswegen, weil auch nachher noch ein Handwerksmeister sprechen wird und weil wir auch natürlich die Interessen der Arbeitsplätze und der deutschen Mittelschichten, der Handwerker, derjenigen, die eben auch an einem solchen wirtschaftlichen Austausch profitieren, hier mit vertreten. Und deswegen grüße ich ganz besonders von dieser Stelle die vielen zigtausend, die jetzt, während wir hier in Berlin stehen, in Rom zusammenstehen. Auch gemeinsam Friedenskämpfer, mittelständische Gewerkschafter, die für den Frieden eintreten. Ich grüße Sie von hier und mache die Bühne jetzt frei und danke euch für die Aufmerksamkeit.